Ejo, buenos dias, willkommen, willkommen, dobry dzień. Da sind wir wieder. New day, new luck. Sound muted. Channel switched. Hallo Herr Heil, hallo Xian Ling, willkommen, wer war sie? Candy? Yes, Candy, hallo, willkommen. Another day in paradise. Ja. Der Heil, Lutz ist back. I don't know where I find exactly my link. Let me search. Experience, no social media. Nope. Maybe this? I hope so. Okay. One second, Discord notification. Ah, okay. New channel. This burrito maybe? Let's check. Käse Sandwich und 3 Wasser. Oi Porten. How are you all? Everything okay? Guten Tag, der Herr. Ebenso zurück, Onkel René. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Wir müssen erstmal wieder eine neue Lizenz kaufen. We need a new working license. I was not working yesterday. Only got quick the unemployed money and lock it off again. Was a free day.
yesterday. Stop the music. Maybe I have to talk. Maybe not. Microphone activated. Fine. Microphone muted. Dann machen wir noch mal so ein Mining-Transport-Lizenz. Dankeschön. Music. And let's switch to chat game. One second. I think everyone needs coins at this moment. So we start with our coin buff. Oh, GG, that was quick. Coin buff, yeah, oh yeah. I hope this works with loots. Let me show a look. Next ad is in 5 minutes, 30 seconds. But I don't see the messages. But maybe they are working on this. You see? We have major content activated. Only got one ad on the right, bottom right. And the next is displayed in 4 minutes 50 seconds. Instant campaign is running, I think. 5 pm. Yes, should be running. Okay. That's all okay. Okay. Server wird gestoppt. Damn it. Home channel switched. You have to register? No way. My account was still there. Maybe your account should be there too. I don't know, but I was able to log in.
So the server is already gone. We wait with the restart of the game. Of course, when I close the game, you only see this. And this is better than the grizzle. The white noise. Tim 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 tim. But maybe. Damn it. We close the game and restart. Because when the server is not available, we see the server list. In the meantime, we can do another coin buff. There and there. But see ya. Almost Bazinga. Coasty, welcome. Is not back. Coasty, congratulations. There, your coin buff. We have to wait until the server is restarted. In the meantime, we can bot, right, bot. Hey, wake up. Edrox, thanks for the follow, welcome. Let's check. Log in. Join channel. Default commands. Filters. Enable. Game.
Okay, hallo Nightbot. Willkommen in mein Twitch-Channel. Still not up to server. Let's check. Montag, 22.06. ist heute nicht. Okay. So no community talk today. It must have an, other reasons. Maybe the patch don't work correctly. Refresh, refresh. We can do a few giveaways in the meantime. See. Lionel Baha, welcome. Coasty, congrats. Where are the crates there? GG. Edwin, hello, welcome. All the other guys sitting in the TeamSpeak. So the server must be offline. Maybe it's not so great the time for patching. Hmm.
I know what we do. We do a short bio break in the meantime. Hanji! Willkommen, Hanji! Was geht? Alles gut bei dir? Hello, Cassandra! Willkommen! Still not back? Damn! So we have time. To give away stuff.
GG. Server ist back. Okidoki. Okay, I think this is the best way. We do mining today. Last time the return was okay. Around $1,000 for 1.5 hours. I don't know exactly which. Street. We try this.
Let me look. Ja, heil. Let me check. I don't know exactly where I can see this. So here is no message displayed. This is a dashboard. Balance. Also no messages. Maybe it's in beta, not fully finished. Anyway, thanks for your loot. I don't know where to find it. Thank you, thank you, thank you. Wait, I have an idea. One second. No idea. Let's watch this. If you are very kind, you send me more loots. I don't know exactly where I can see this. But I appreciate every loot. Erik, hello, welcome. How's it going? And thanks for posting the code, FG. Back from work. Charlie has vacation this week. Please, I want G-Fuel. Hello, welcome.
It's a smart name. You don't have to beg for G Fuel. Yes, if you want to help me, send a loot via the link I posted. It's free for you. Nein. Oh. And thank you for the 10 T fuel, Eric. Thank you, thank you. Very helpful. Energy-Drink und Goldflocke. Okay. Let's go again in the dark. Dark mine. Where the gold is waiting for me. Xian Lin, thank you for the 10 T fuel. Thank you, thank you, thank you. Pipe, pipe. Very kind of you. Choo-choo. Every single T-Fuel is appreciated. Jay Wong One, thanks for the follow, welcome. Almost 400 follower. The grand giveaway is drawing at 500 follower. 105 away. Thank you.
Gestein, Gestein, da haben wir alles gut. Erik, guess it right. Oh. Missklick. Almost timed out. Channel Security. Missklick. Please, if a incent code appears on screen, please type it in chat for the other viewers. If somebody is on different tab or so, you can help other viewers. Everyone can claim the incent code. And Charlie gets 50% of the claims. So more users claim codes, Charlie gets more for free. It don't cost you anything. Did I miss something? We can do another 500 coins. Yes. GG. Oops. Almost misclicked. GG. Here you are, 500 coins, and I think you don't have my badge. Congratulations. So active viewers can win more, you see, you only must have luck. From time to time I start a guess the number game, depending how much viewer are here. Maybe I increase the target number, so and when 10 viewers here, 1 to 50 is okay. Erik, thank you for the 10 T-Fuel. That's in Zoom 20. That's a yes. In the predictions.
No, yes. Safe. Die Steine. It's really dark. Nein, doch. Oh. Coasty, thank you for the 20 T fuel. Thank you, thank you. That's also IS. Thank you, thank you, thank you. Let's do another crate. BPGU1. Hey, wake up. Plasma, thanks for the follow. Welcome. And sorry, if I can't pronounce your name, I shortened it. FG gets a crate. Let's look, there's a crate. GG. No problem. Und falls hier jemand Deutsch spricht, ich kann auch Deutsch reden, ne? Könnt auch auf Deutsch schreiben. In chat, how's your day? Getting to work or working done? I have vacation this week. So, it's a high chance that I stream tomorrow. Oh, wait. Thank you.
Okay, nobody called me. And it's more realistic roleplay when you go with a flashlight in the mine. There you see all the gold is mine. And I don't know, I think I only can see on the Twitch chat where is sent a message. So thanks Tezu and SARE. I think this are two user based messages. I don't know. But because it's free, I have added loots to my overlays. Costs you nothing and gets a little bit in return. If loot had sound, then I not implemented to my stream. But without sound, I think it's not annoying. From time to time, every 15 minutes, on the bottom right, you don't have to click on links. Only if you interested in the product. Sounds Japanese. And no, I don't understand Japanese.
One second, we can automate this. Let me look. Add timer. Okay. This is this. Copy this, paste this, aliases loops, minutes are 10 minutes. Okay, we should have our timer now. The guy with sunglasses in the mine. Sadly, I can claim my own incent codes. It's not allowed. This music is a little bit too slow. And Eric, if you have a Twitch account and sometimes you are there, I can add you as a moderator too. But I don't know if you have an account and which name this account have. Okay. It was only a question. Everything is okay. You are too old for Twitch. Stein. Yeah. I know it's the internet. Nobody means what they say on the internet. Especially in Twitch.
No, it's okay. When you not have an account, everything is fine. Sometimes maybe I get don't, or maybe sometimes I don't get the joke because I'm stupid. So don't worry. Don't take all what I say too seriously. I'm like the Twitch chat. Set on every second. Speak a kappa. Sometimes I mean my things sarcastic or ironic. So all good. I'm glad to hear this, Eric. That's what matters. If you feel home here and welcomed, that's all what I want. I'm not trying to be funny. But don't take my words seriously. Do you think it's better to ask the viewers or put in the title "Grind to Affiliate" or something? So I don't want to back anyone. It happens when it happens. I can show you my progress if you want. That's my progress. And I think stream time going up this week when I stream more than 3 days a week. Chat can also easily going to 100%. This is the hard work. Your engagement should be in the help, it says. Viewer engagement gaining follows and concurrent unique viewers will add points to this bar. So I need to gain more followers and more concurrent unique viewers. That's the hard part. Everything else is easily done. But I
not the type of Rima to back something or somebody to being here. I'm not a big help with womans. Okay, we need more predictions. Wait, we do a new prediction. So, we have a new prediction. More predictions, more. Save, open this. Nein, doch. Oh. Thank you for the 20 T-Fuel. Thank you, Erik. Nein, doch. Oh. Another 21 from Herr Heil. Very kind of you too. Thank you, thank you, thank you. You two are the best. That's why you are green. Almost here. That counts. Being here is more worth than donations. You don't have to, but I always appreciate donations. Valera, hello. Oh wait, we can do another prediction. Will we hit 400 followers? No, yes. Yes, enjoy your food. We in Germany say Mahlzeit. Gestein, da noch Gestein. Kein Durst und satt, das ist gut. $1000 in der Tasche. Tamtagst.
Note to myself, don't run with $1,000 cash in the mine. Somebody will get a knife and I lost my $1,000. Okay, we can do another coin giveaway so that you have coins for the predictions. Nobody wants the coins. I have an idea. When I don't forget it, after the stream I integrate the top 7 days donation in the rotation on the left side. There are your coins, GG. Gern geschehen, und wenn auch bloß nur einer raten tut, dann macht 1 bis 50 ja mehr Sinn, als wenn jetzt 3, 4 Leute raten. Wenn ich sehe, da machen mehr Leute mit, dann mache ich auch höhere Zahlen. Ansonsten ist das alleine ganz schön schwer, 1 bis 50. Oder 1 bis 100 wäre alleine ja ganz schön viel zu raten.
Stein haben wir da, haben wir da. Mr. Pintail, hallo. Just a second, music is in a little bit running. Our followers away from the 400. Eleven, congratulations. Disco.
nicht genug Platz. Wegen einmal Stein gehe ich aber da jetzt nicht noch mal rein. Moment. Gestein. Nein, stopp hier. Moin. Kies, Silberstück, Silberstück, Kies. Mm-hmm.
Okay. Follow, follow, follow. Nope. GG, please I want G Fuel. There you are 10 T fuel. Me look. You don't have my badge yet. So you get my badge too. Let's change the code. Close prediction. Answer 2. New prediction. Open. So.
Gestein und hier nochmal Gestein. Kies, Kies und Goldflocke. Gestein, Gestein, dann haben wir alles. Welcome back, Xuan Ling. Wie nennt man eine Gruppe demonstrierender veganer Gemüseauflauf? Nicht schlecht. Warum ist meine Scheibe kaputt? Oh, sieht halt bloß so aus. Ne, die ist kaputt. Regt mir jetzt erst auf.
Oh, ein Mist, das kostet ja wieder Geld. Prinz Mori, hallo, willkommen. Aufgeschlossen, Moment. Mikrofon aktiviert. Jo. Machst du öfter Zement? Ja. Der wollte mir nicht verraten, wie ich meine ganze Fahrzeugladung auf einmal machen kann. Doch, da habe ich einen Trick. Okay. Also so wie mein LKW jetzt gerade steht ungefähr, in dem Winkel, musst du da vorne dich auch hinstellen. Also so fast wie du jetzt schon stehst, bloß andersrum. Okay, alles klar, dann dreh ich mal um. Probier mal. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ja, mach noch ein Stück. Nee, fahr mal noch ein Stück rückwärts. Ja, gut, so probier mal. Hallo. So, ich habe so das Gefühl, wenn das so die Hinterachse auf der Markierung steht, dann kommt er ran. Ja, man muss einfach frontal gegenfahren. Frontal ans Tor ran und nimmt er den. Okay, das habe ich noch nicht probiert. Mikrofon muted. Alles klar, funktioniert. Aber dauert echt lange, ne? Oh yes. Mhm. Da kann man ja hier erstmal die Social Media checken. Mikrofon muted. Ja, diese 200er Ladung, die wir jetzt haben, wie viel bringt das ungefähr, wenn ich die beim Exporteur verkaufe? Mikrofon activated. Na, ich bin vor 2 Tagen unterwegs gewesen. So $900. Guten Tag. Hallo. Aber nicht gerade viel, ne? Ja, kommt drauf an, wie die auch die Preise sind, ne? Also wenn die durchgesackt sind, dann kriegst du weniger. Ja, die habe ich gerade nicht geguckt, warte mal. Zement. Du hast ja nicht nur Zement, wenn du denn auch diese Silberbahn schmelzen tust. Hm. Und die Goldflocken zu diesen. Ja, aber davon brauchst du ja schon mal ein bisschen was, damit du überhaupt was kriegst. Ja, aber ich glaube. Und so ein Goldtaler bringt auch schon irgendwie 83, war letztens, jetzt ist er wieder ja, auf 70. 74, genau. Deswegen hängt auch ein bisschen davon ab, wie das gerade steht. Hm. Sag mal, gibt es irgendwo eine Liste, wo ich sehe, wie viel ich für was brauche? Da gibt es eine App für. Da gibt es eine App für. Du musst mal gucken, du hast auf deinem Smartphone so 2 Hände, die sich ja so gegenseitig die Hand geben. Da drück mal drauf und dann müsste das im unteren Bereich Preisprognose sein, so eine Unterpunkt. Okay. Und da müsstest du das sehen.
Ja, aber da sehe ich ja nicht, wie viele Goldflocken ich brauche für eine Münze. Ach so, glaub aber 10. Ja, die habe ich noch nicht. Nicht? Echt? Nee, nee. Also ich hatte letztens beim einer Tour konnte ich eine Goldmünze machen. Okay. Also hängt doch ein bisschen vom Glück ab, was man findet, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe eher Phosphorit gefunden und Diamanten. Mhm. Aber Gold und Silber ist bei mir. Hm. Ich meine, wenn du eine Möglichkeit hast, das Phosphorit irgendwo zu lagern, ich glaube, daraus macht man Dünger und einige Leute kaufen das dennoch. Ja, ich habe schon einen, der hat sich gestern angeboten, mir das Phosphor abzunehmen. Genau, und irgendwie soll es auch ein Juwelier geben, habe ich gehört, aber weiß ich jetzt nicht, wo man diese Rohdiamanten vertickern kann. Ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal nur eine Fuhre Zement machen, einfach ein bisschen Kohle zu kriegen, weißt du? Mhm. Ich habe gestern alles, was ich habe, auf die Karte gesetzt und die steht hinter mir. Gemietet bestimmt, ne? Mhm. Hm. Ja, 4,9 hat mich das gekostet für 24 Stunden. Das muss ich halt ausnutzen. Hm. Ja, ja, da muss jetzt hart arbeiten, um die Mietkosten erstmal schon reinzukriegen, ne? Und ja. Dennoch ein bisschen, um Gewinn zu machen. Ja, deswegen, ich habe das Phosphorit, das sammle ich und das verkaufe ich dann halt. Der will, gibt mir irgendwie 70 oder 80 dafür. Hm. Anstatt 30 ist das schon ganz angenehm. Ja, genau. Aber sonst gibt keine Garantie. Je mehr Leute natürlich in der Mine arbeiten, umso weiter sacken die Preise durch. Ja, das ist klar. Ja, deswegen Phosphorit und sowas sammle ich und verkaufe das in großen Mengen einfach weg. Ja. Muss halt sehen, wo du die Möglichkeit hast, das zu lagern. Ne? Das Lager kostet ja auch noch Geld hier, die Self-Storage, falls du das da lagerst. Ja, ich habe ja nur 250, die kleine. Ja, von daher, das geht ja erstmal. Ich habe da zwei Burritos in der Garage, wo ich lagern kann. Das kann man natürlich auch machen. Die sind abgemeldet, die kosten erstmal kein Geld, weil ich kann ja nur mit einem Fahrzeug fahren. Mhm. Und Gott sei Dank, ich muss nichts mieten, ne? Also die Moli, die ist meine. Ja, das ist natürlich gut, ja. Wie teuer war die? Ich glaube 74.000 oder so. Wo hast denn du so viel Geld gemacht? Ich war mal Mechaniker. Ah. Und dann war ich ein bisschen über ein Jahr nicht mehr da, weil ich im Ausland zu tun hatte und jetzt, ja, bin ich verloren, ne? Jetzt bin ich wieder, naja, wenn ich Battle kriege ich den vielleicht zurück, aber ich dachte, schlägst dich erstmal so ein bisschen durch. Okay. Ja, aber da hast du Glück gehabt, dass du eine Mule hattest, ey. Mhm. Wie gesagt, das Ding frisst mir die Haare vom Kopf. Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Ich bin eingereist, ich hatte glaube ich 7.000 Dollar. Ich hab jetzt nur noch 200. Ja, wie du sagst, alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt musst du erstmal das wieder rausreißen und auch in die Gewinnzone kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich noch nicht erkundigt, was so Schlosstauschen kostet, weil ich habe ja nur noch keine Firma, aber sonst würde ich auch schon Sachen vermieten. Also jeden Tag bin ich jetzt auch nicht unbedingt unterwegs. Dann könnte man das doch mal vermieten, da teilen, ne? Ja klar, dann hast du auf jeden Fall Fahrzeuge, wie das fährt und die Geld einbringt. Ja. Aber ich weiß nur noch nicht, damals waren halt noch nicht irgendwie vom Hersteller die Schlösser geliefert worden. Hm. Ob das jetzt inzwischen schon so ist und was das kostet und so. Ja, musst du mal zum LS Customs fahren? Ja. Und da einfach mal nachfragen. Ja, muss ich mal machen. Also wenn du willst, kannst du mir mal deine Telefonnummer geben. Dann kann ich mich auch mal melden, wenn ich mal nicht unterwegs bin. Dann kann ich dir bestimmt ein konkurrenzfähiges Angebot machen. Das wäre eine Option, ja. Ja, also ich habe ja momentan, also so unter der Hand, ne, ich bin kein gewerblich Treibender. Aber so Aufwandsentschädigung auf jeden Fall geringer sein wird, als das, was die da mal anpreisen da, ne. Ja, sag mal so, das beste Angebot, was ich jetzt bis jetzt bekommen habe, ist von Donnerstag bis Sonntagabend, glatt 9.000. Ja, die muss man doch erstmal haben, ne, also. Ja, ja. Das ist halt schwierig. Ich meine, ich hätte noch so viel auf dem Konto, aber... Ja, ist halt, wenn du nur einen Anbieter hast, dann ist es halt alles ein bisschen schwieriger, ne? Wieso? Echt? Gibt es... mir wurde letztens gesagt, es gibt hier drei oder vier Anbieter, die vermieten. Und das scheint der günstigste zu sein. Ach so, ja gut. Die 227 ist das. Der ist hier oben irgendwo bei dem Lager da hinten. Mhm. Nee, aber wenn du willst, dann können wir auch mal Nummern tauschen und dann... Ja, dann schreib mal auf, ne? Okay, welchen Namen darf ich hinterlegen? Leo von Ricky. Leo von? Van. V-A-N. Van, ach so, die holländische Variante. Hm. Genau.
Und dann Rekin. R-E-K-I-N. Rekin, okay. Ja, normale Vorwahl halt. Mhm. Dann 5-5. Nochmal 5-5. 9-1. 9-1. 5-0. 5-0. Ich schreibe mal in Klammern LKW dahinter. Mhm. Sonst weiß ich nachher nicht mehr, wer das war und was, wie, wo. Ich hab da noch ein paar, oder kann ich denn inzwischen schon wieder aussortieren? Die Hälfte ist bestimmt schon nicht mehr da. Ich bleib auf jeden Fall. Nee, ich meine so einen alten Arbeitskollegen. Also ich habe da jetzt keinen alten Arbeitskollegen letztens bei der Werkstatt gesehen. Ich bin der Charlie, falls du das aufschreiben willst. Ja, warte, dann muss ich das mal ganz kurz. Kontakt. Charlie Force. Wie wird er noch? Charlie Force. Okay. Also Charlie mit IE geschrieben und dann F-O-R-C-E. Force. F-O-R-C-E. Dann 555. Jo. 496. 496. 474. 474. Und falls mal. Mal dahinter Vermietung. Ja. Und falls mal meine Modi selber brauche, dann kann ich dir bestimmt auch mal ein Burrito ausleihen oder so. Ja, wie gesagt, also der geht jetzt auf jeden Fall heute Abend um 0 Uhr geht der wieder weg. Hm. Danach bräuchte ich dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, da wieder mobil zu sein. Ja, wie gesagt, also jeden Tag bin ich nicht unterwegs und wäre schon cool, wenn ich dann, was ich habe, ein bisschen zu Geld machen kann. Ja klar, ja, aber dann, mach dir Gedanken wegen Preis. Genau, ich muss vorher auch noch klären, was so ein Schlosstausch kostet, weil sonst ist das auch so eine Sache mit den Vertrauen und Zweitschlüssel und so eine Sache, ne? Deswegen ja, muss man das vielleicht sehen, dass das, wenn du mehrere Tage mietest, dann ist der Schlosstausch da auch schon mit drin, denke ich mal. Um ganz sicher zu gehen. Jetzt momentan bezahle ich halt 4,9 für einen Tag. Das ist halt schon, uff. Ja. Und da musst du schon ein paar Stunden arbeiten, um das wieder rauszuholen, ne? Und dann bist du erst auf Null. Also verstehe ich schon. Jetzt habe ich noch 5 Stunden und ich. Die machen sich. Die machen sich da bestimmt schon eine gute goldene Nase mit. Ja, das auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wo man so viel Geld jetzt verdient. Außer man macht wirklich eine 10-Stunden-Schicht, ne? Dann kriegt man das bestimmt wieder rein, aber. Ja, ich bin halt gespannt, was das Zement jetzt bringt, wenn ich das komplett verkaufe. Ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, letztens waren es so $900, knapp 1000, was ich hatte. Ich habe natürlich noch ein bisschen was zu essen im Kofferraum gehabt. Na, also es waren jetzt. Gucken. Jetzt habe ich 47 Zement. Ja. Ich meine, kannst du ja ausrechnen an dieser Preis-App, ne? Was das jetzt denn nur an Zement bringen würde. Was ist Zement? $11. Ja, und letztens, vor 2 Tagen, glaube ich, war das noch bei $12 oder so. Das macht sich dann natürlich schon bemerkbar. Ja, das ist echt bitter, ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt Saft machen würdest oder so, da kriegst du auch nicht so mega viel. Ja, das ist gefährlich. Gefährlich, echt? Ja, Saft ist gefährlich, die ziehen da ganz gerne mal vorbei. Deswegen bin ich so weit draußen. Hm. Also ich habe jetzt von ein, zwei Leuten gehört, die wurden am Saftfeld überfallen. Da sind sie mit Mulen rangefahren und haben gesagt, jetzt könnt ihr mal voll machen. Na, okay. Und da hast du halt die Arbeitszeit auch natürlich verloren, weißt du? Mhm. Aber diese Maske nervt, ey. So. Ja. Und viel besser. Ich muss mir aber auch so ein Ding kaufen, das kann nicht gesund sein, so auf Dauer. Ne, das hat eine Ärztin mir gestern gesagt, dass man da auf jeden Fall mal eine Atemschutzmaske kaufen sollte. Andere Leute haben ja so ein Tuch wenigstens vor oder irgendwie was. Ja, das bringt aber gar nichts. Naja, ist aber besser, als wenn man jetzt ganz ohne Schutz, ne? Ja, das auf jeden Fall. Da muss ich mir auch was besorgen. Na gut, ich werde das mal weiterziehen, ich mache mir Gedanken darum, ne? Und melde mich vielleicht mal die Tage. Ja, kannst du ja SMS schreiben, wie die Preislage ist. Okidoki, viel Spaß dir noch. Microphone muted.
Let's check what we have. 2 Phosphorit, 6 Goldflocken, 19 Silberstücke. GG. Der Herr Heil, Gesset White. Das war knapp. Siehst du ja, Motorradfahrer sind Organspender. Kannst leicht übersehen. Lakefield, willkommen, danke für dein Follow. Hier muss ich rum. Moment. Ist hier nicht die Schmelze? Irgendwie habe ich mich vertan. Wait a minute. Da die Schmelze.
Ja, bist du fertig? Na gut, dann Flappy Bird, Alter. Okay. I don't notice the crash of OBS, sorry. Back. Eine Schusszieht oder Stoßwaffe oder einen entsprechenden Waffenschein, weil sich gut oder trägt, die Richtlinien der Waffen wieder zu verletzen. Oh fuck man. Messer sind verboten, man. Wenn dann ist es zu viele Tiermesser. Wo sind die denn definiert? Oh fuck man, das meinst du noch ein bisschen legaler als sonst, man. Ich sag einfach, das ist zum Holzspalten. Ich hab einen Bauernhof irgendwo, da muss ich Kaminholz gesammeln. Ich geh mal rein, wenn der geheimt ist. Oh fuck man, hier bringt es nicht an Eiswürfel zu denken. Das ist immer noch zu warm. Mann. Fuck man, ich zieh jetzt mein Oberteil aus. Ey, ich schwitze doch gerade, Alter. Fuck. Aus mit dem Scheiß, Mann. Draußen geht's ja noch, aber hier bei diesem komischen Bottich, Alter. Das geht gar nicht. Was arbeitest du da jetzt? Goldscheiß. Alright, dann geht noch hier pissen. Heißt, man gibt auch ein anderes Game als Flappy Bird. Oh, Snake, das hört sich gut an.
Eben war noch das Phosphorit. Okay. The plan is Zelda stuff. Drive to the mechanics. Let's truck repair. And ask for changing the locks. How much it is. Kakto Kak, hello, welcome. And again, sorry, the OBS didn't really crash it in ages. No idea why. Silberstücke mit dir verkaufen. Probieren wir. Hallo. Sag mal, bleib mal stehen, Kollege, bleib mal stehen. Aha. Ja, was hast du so dabei?
Was hast du denn in deinem schönen Auto drin? Jetzt nicht mehr so viel. Gerade verkauft. Was hast du verkauft? Zement. Zement? Mhm. Okay, bockt das? Lohnt sich sowas? Nicht wirklich. Okay. Komm mal schnell mit, komm hier mit. Okay. Ja. Nimm mal besser mal deine Arme hoch. Oh oh. Top. Was hast du sonst noch was dabei? Ja, Holmes, komm da hinten mal auf keine dummen Ideen, ne? Kommt, hast du sonst noch was dabei, komm? Na, lass mal überlegen. So ein paar Goldflocken und Käse-Sandwich und Phosphorit. Ja, interessiert mich nicht, ich stecke den Alkohol wieder ein. Schau. Oh, Phosphorit klingt gut, das klingelt in meinen Ohren. Das Phosphorit oder was? Ja, hast du das? Warte, ich guck mal einfach in deine Tasche, Bruder, alles gut. Also, das Phosphorit gönn ich mir, den Rest kannst du haben, ja? Okay. Easy. Weil, danke für die große Spende und man sieht sich bestimmt nochmal. Mach's gut, ne? Grüß Familie. That's a robbery. Now I lost all my stuff. Microphone activated. Der LSP den Notruf, wie kann ich behilflich sein? Hallo, der Charlie hier. Hallo, ich wurde ja gerade beim Export ausgeraubt. Okay, ich warte denn hier. Genau, warten Sie einen Moment, der Schatz müsste dann gleich da sein. Ja, tschüss, bis dann. Tschüss. Haben Sie dich gerade aufgenommen? Juhu. Ja, ich hab die Polizei schon angerufen. Mal gucken. Ach. Weißt du, was das für ein Auto war? Uff, ich würde schätzen, das ist so ein Sultan oder so was, aber... Ja, bei Kennzeichen konnte ich mir jetzt nicht aufschreiben. Ich glaube, die hatten gar keins. Ja. Das ging auch viel zu schnell, waren alle maskiert. Aber wie groß ist da die Chance, dass sie da was rausfinden? Ja. Ist halt so, ne? Aber besser, als wenn du irgendwas hier in die Rippen gestochen kriegst oder noch eine Kugel fängst, weißt du? Das ist es nicht wert. Ja. Was willst du machen? Nix kannst du machen. Dann sieh zu, dass du schnell verkaufst, nachher kommen die nochmal wieder. Ich weiß, bis die Polizei hier ist. Okay. Die haben gesagt, die schicken Streifen von hier. Mein, viel wirst du ja auch nicht dazu sagen können, ne? Nee. Schwarz maskiert. Ich hab halt gedacht, die bleiben noch ein bisschen länger, weil ich auch hier bin, deswegen. Ja. Die Tour war denn umsonst, ne? Ja. Wie viel hast du verloren? Ich hatte noch ein bisschen Geld in der Tasche, war halt unglücklich. Ja, schade. Und Phosphorit haben sie mir auch rausgenommen. Hm. Das wollte ich eigentlich auch zurückhalten. Wenn du das Phosphorit anderweitig loswerden willst, lass es erstmal in deinem Lager und ich mach den Kontakt klar. Ja, das wollte ich dann eigentlich machen, aber das haben sie mir ja mitgeklaut. Ja, also der hat es jetzt gerade für 70 hat es gekauft. Okay. Ja. Also so richtig gelohnt hat sich das jetzt auch nicht, die Tour, ne? Ja, das befürchte ich bei meiner Ladung auch. Hast du schon verkauft? Nee, ich warte, wie gesagt. Ich bin da rangefahren, hab dich Hände hochgesehen. Hm, da hab ich mir gedacht, okay, fährst du erstmal weiter. Gute Entscheidung. Warum sie wieder abgehauen sind. Das ist auch eine gute Entscheidung, weil, wie gesagt, das bringt doch nichts, da den Helden zu spielen, wenn du da jetzt nicht ausgebildeter Militär, was wie sick bist. Ich war beim Militär, aber ich habe keinerlei Möglichkeiten, mich selbst zu verteidigen. Dass du hier 5 Leute oder 4 Leute auseinander nimmst, das
Ich bin nicht der. Genau. Beim Militär war. Und der eine hatte ja noch eine Knarre in der Hand, da war mir gleich klar, bevor ich jetzt hier irgendwie rumzucke, gebe ich lieber das, was ich habe, ne? Ja. Das ist es denn nun nicht wert. Ja, das ist immer kacke, ne? Bei den ja. beiden da hinten bin ich mir auch nicht sicher. Wo hinten? Die? Achso. Meinst du? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der eine hat verkauft, aber die beiden zusammenzugehören. Hm. Ich weiß nicht. Wird nichts bringen. Es kostet jetzt nochmal Zeit, auf die Polizei warten und die, ja, werden wir aufschreiben. Aber mehr auch das, mehr als das werden sie auch nicht tun. Da kommt noch eine Mule. Mal einen Platz hier. Vielleicht geh schnell verkaufen. Ja, mach. Und dann. Hm? 520 hat es mir gegeben, ey. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Das ist absolut gar nichts. Ich bin jetzt schon. Ich glaube auch die Preise sind doch im Arsch, ne? Ja. Lass mal gucken. Ich bin jetzt 3 Stunden dabei, also ich werde mein Geld auf jeden Fall nicht mehr wiedersehen. Na, ja, wenn du Rohdiamant dabei hast, das kostet ja, da bringt er dann auch noch ein bisschen was. Also, ja, erstmal schleifen lassen. Ich hatte bei der nee, auch so, wenn du ihn verkaufst. 55 bringt der Rohdiamant. Der normale Diamant, wo ist das? Das weiß ich nicht. Wüsste auch nicht, wo man das schleift. Aber Zement 11,1, also, Ist jetzt nicht so optimal. Vor 2-3 Tagen war das bei 12. Silberbahn weiß ich jetzt nicht genau. Goldmünze war auch schon bei 80 mal. Aber ein Glück, die haben mein Geheimversteck an Geld nicht gefunden. Also ich bin nicht alles losgeworden. Aber natürlich war die Tour jetzt umsonst. Ja, ist halt scheiße gelaufen, ja. Ja. Da musste immer mit rechnen. Ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl, wo ich die herfahren sehen habe. Wenn hier jemand mit dem Sportwagen herfährt, der macht garantiert keine Arbeit. Außer anderen Leuten die Hände heben lassen. Das ist aber auch echt, echt arm, ey. Da kriegst du die ganze Zeit mit Arsch in der Mine ab und dann bist du mal überfallen, ey. Mhm. Furchtbar. Hallo. Hallo. Ja, ich meine, bei mir ist das jetzt nicht ganz so wild, ne? Also, ich habe jetzt keine Miete zu zahlen und so. Bist du im LKW? Was? Bist du im LKW drin? Ja. Also der LKW ist meiner, ich muss da keine Miete für zahlen. Ne? Das, ja. Aber wenn man jetzt noch den LKW mieten muss und dennoch abgezogen wird, na dann kannst dich ja gleich aufhängen. Ich bin gestern um 0 Uhr geholt. Gestern hatte ich so Kopfschmerzen, ich musste mich einfach hinlegen. Jetzt seit 16 Uhr bin ich dabei und habe verdient $900. Ach Gott. Stundenlohn von $300 ist nicht viel. Ich meine, bei dem Trottteilen, da kann man schon ein bisschen mehr verdienen. Los, du bist doch länger beschäftigt, das ist der große Knackpunkt. Ne? Also ich habe auch schon mal Schrottteile gemacht. Dann fährst du erstmal mit den Reifenteilen zu Gummimatten verarbeiten und nach dem Gummimatten verarbeiten dann noch Flipflops herstellen. Das dauert auch wieder Ewigkeiten. Also gefühlt dauert das länger und bringt dann mäßig $100 mehr, als wenn du Trauben machst. In der Mine schleppst du immer nur 3 Steine raus, das ist halt das Problem. Ja. Ja. Das könnten sie auch ruhig automatisieren. Aber ja. Das ist alles nur Wunschdenken. Ist halt nicht leicht. Naja, gut. Also ich versuche jetzt noch ein bisschen Geld einzusammeln. Ja, viel Glück. Auf jeden Fall. Sei vorsichtig und misstrauisch, ne? Ja, das sowieso. Deswegen, ich bin direkt weitergefahren. Ich habe dich zwar gesehen. Ist ja richtig, also. Bloß nicht den Helden spielen bei so Sachen. Na gut, alles klar. Dann viel Glück noch. Ne? Ja. Alles klar. Ciao. So. Mikrofon muted.
Ja, wenigstens haben sie mir nicht alles weggenommen. Das passt ja dann noch halbwegs. Ich hab zwar weniger als vorher. Also die Tour war komplett umsonst. Warten wir mal auf die Polizei. Haben Sie jetzt Hallo. Das Video gerufen? Ja. Ja, okay. Gut, was ist denn passiert? Also, ich glaube, Sultan war das, ein Schwarzer kam an. Mhm. Hallo. Und, ein schwarzer Sultan, du hast es recht. Tschö. Ja, und ich glaube sogar ohne Nummernschild, also ich habe keins gesehen. Mhm. Und ich glaube, 3 Leute sind ausgestiegen. Mhm. Haben gesagt, heben Sie mal bitte die Arme. In Anbetracht dessen, dass der eine Waffe in der Hand hatte, dachte ich, ist das gar keine schlechte Idee. Mhm. Haben mich gefragt, was ich dabei habe, was ich verkauft habe. Mhm. Haben nicht alle Becher von meinen Taschen durchgewühlt, aber so circa, sag mal, $600. Geh mal Daumen. Das schmerzt. Aber haben Sie irgendwie Persönlichkeitsreibung? Schwarze Anziehsachen, schwarze Schlapperlappen, Kopf. Ich hab ja. Leider nicht so viel Geld dabei. Also genau wie richtig, ich gerade beschrieben richtig. Habe. Schwarzer genau. Sultan. Oh, Dankeschön. Ich habe Ihnen nur eine kleine Entschädigung gegeben. Ja, mehr habe ich leider gerade nicht dabei. Das müssen Sie aber nicht. Aber wie gesagt, ich wollte da nicht. Fühle ich mich schlecht, weil $600 ist ja schon extrem viel Geld. Ich war auch dumm. Ich hatte halt vorher schon ein bisschen Geld in der Tasche und dann verkaufen gefahren und. Ja, du musst also nicht. Es gibt doch Leute, die mit $2000 ungefähr so rumlaufen. Aber. Ja. Und wie Sie sagten, also schwarz, und Schlabber auf dem Kopf und und halt freundlich, aber bestimmt und mit einer Knarre in der Hand und da wollte ich halt nicht. Freundlich, wenn die sie mit der Waffe bedroht. Ja, haben mich nicht angeschrien oder so, ne, und nicht direkt mit Waffe auf mich gezielt, aber hatten die halt in der Hand und das hat dann schon ausgesagt, was die Intention war, ne. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt effektiv was zu machen, weil richtig. Das ist halt eine Masche, die schwarze Sultan, schwarzer Anzug, schwarze Schlabberlappen im Kopf, das ist halt gang und gäbe, ich würde sagen. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon und tut mir auch leid, dass sie jetzt ein bisschen umsonst gekommen sind, aber ja, irgendwie muss man das ja wenigstens melden, ne? Auch wenn es wenig Erfolgschancen gibt, aber wenigstens melden. Darum hoffen wir ja, dass sie das melden, dass sie überhaupt das LSP anrufen. Ja, ne? Richtig. Nicht, dass sie dann irgendwie damit zu denken, ja, okay, damit lebe ich jetzt einfach und weiterfahren und dann irgendwann wieder ausgeraubt werden, ne? Weil das ist dann ja auch doof. Und mir noch eine Knarre kaufe und versuche nächstes Mal Selbstjustiz, ne? Nee, das. Das ist nicht so legal. Bei 3 Leuten, ich bin kein Rambo, ne? Also nicht, genau. Keine Ausbildung. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so eine tolle Idee. Ja. Deswegen. Ein bisschen demotiviert, halt ein paar Stunden umsonst gearbeitet, aber ich lebe noch, alles ist noch dran. Ich habe Ihnen jetzt nochmal $150 ja, gegeben, ne? Aber danke schön. Habe ich halt gerade leider nicht dabei. Ja, müssen Sie, um Gottes Willen, müssen Sie nicht. Ja, gut. Wo kommen wir denn dahin, wenn die Polizei jetzt mir noch Geld gibt? Ja. Immer Geld sofort, genau. Ein bisschen im Bankomat einzahlen. Genau. Richtig, richtig. Ja, aber auch nicht zu wenig bei haben, dass die trotzdem zufrieden sind, wenn die ausrauben. Immer so gut. Ja, das ist ein guter Tipp. Nicht zu wenig bei haben, damit es sich auch lohnt. Ja, richtig. Ja, der Kollege ausraube, gibt immer sehr gute Tipps. Wenn ich die Gefahr habe, gepackt zu werden, dann muss ich ja lohnen eigentlich. Ja. Ja, aber, ja gut, die Fahrzeug, die ist ja auch sehr anziehend gegenüber solchen Leuten, die Mule. Die Leute, sie transportieren Gold oder sonst was. Ja, aber ganz ehrlich, wer hat die ganze Mule voller Gold, ne, also. Ja, der ist auch dumm.
Nee, ich meine, den muss man erstmal schürfen, ne? So viel Glück muss man erstmal haben. Ja gut, und das, und wenn dann jemand ihre verkaufen auf einmal eine ganze Ecke wie Gold, dann, ja. Und ich habe hier noch eine Goldmünze in der Tasche, die wollten sie gar nicht, also weiß ich nicht. Vielleicht haben sie gedacht, die ist falsch oder so. Ja, können sie auch nochmal schnell verkaufen, dann haben sie nochmal ein bisschen Geld dazu noch. Oh. So ein Goldmünzchen. Da dachte ich mir, da warte ich, bis sie wieder über 80 ist. Naja. Ja, können sie mal. Ist ja ihre Entscheidung. Aber gut, ne? Dass sie hergekommen sind und das zumindest aufgenommen haben. Vielleicht laufen die ihnen ja über den Weg. Zufällig. Ja, es gibt leider zu viele Leute, die einen schwarzen Sultan unangemeldet mit schwarzen Schlabberlappen im Kopf und so weiter. Das alle rausziehen, anschreien, an die Wand, Hände hoch. Das ist ja, das klingt einfacher, als es ist. Ja. Jeden Einzelnen rausziehen. Schwarzer Sultan muss schon verdächtig sein, genau. Ja, dann müssen wir ungefähr jedes zweite Auto anhalten. Das nee. Ja, deswegen. Nee. Völlig richtig. Also ich erwarte jetzt auch keine Wunder von Ihnen. Das ist schon mal gut, dass Sie gekommen sind. Wenn, ne? Wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen, ne, dann einmal zur Justiz gehen. Die würden dann eine Anzeige gegen Unbekannt aufgeben und die würden dann ein bisschen, oder das FBI wird dann ein bisschen ermitteln. Hm. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bringt halt auch nicht so viel. Weiß ich ja. Weil wie oft kommt es denn vor, dass da wirklich nochmal das rauskommt? Ich hatte doch keiner angespuckt, dass man irgendwelche DNA hätte, also. Na gut. Ja, das ist, wenn noch was auffällt oder sie sehen und denken, das waren die, können sie ihre gerne nochmal anrufen, kommen wir nochmal vorbeigucken. Ist kein Problem. Okay. Gut, dann trotz alledem einen schönen Tag noch, ne? Juri, ebenso. Lassen Sie sich nicht umschießen oder so? Nee. Wir probieren es, ne? Ja. Ich probiere es auch. Also ich gebe lieber Geld, bevor ich dann abgeknallt oder erstochen werde. Ja, denn das ist dann besser und gesünder, glaube ich. Das ist eine gute Entscheidung. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ne? Passt ebenso. Tschüss. Wenn Sie irgendwie mal begleitet oder so haben wollen, ne? Heißt vom Nordlager oder was weiß ich. Ja, können Sie auch gerne mal das SPD anrufen, wenn wir genug Streifen haben. Kommt in eine Streife und fährt mal ein bisschen mit. Ich wollte fragen, kostet das was? Nö. Ist gut. Okay. Wie gesagt, kommt halt auf die Kapazität drauf an, ne? Mhm. Wenn wir jetzt gerade keine Streifen haben, die irgendwie gerade anfangen können, kriegen sie auch keine Streife, die anfangen können. Ja, verstehe ich. Ne? Okay, ja, alles klar. Schönen Abend, wie gesagt, ne? Und gute Fahrt, fahren Sie vorsichtig. Dankeschön, machen wir. Sie auch. Ja. Tschüss. Ihre gut und wiederhören. Mikrofon muted. Ups. Uns geht der Scheiß ja nicht auf. Ach, alles gut. Die haben mir nicht alles geklaut. Kollege, bleib mal stehen. Mein Bruder kennt ihr dich? Was? Wie bitte? Ja, alles gut. Fahr weiter. Pass mal auf drauf. Reifendruck musst du checken. Okay. Hinten links. No, I don't get... No, I don't get my stuff back. But maybe the police is catching them. I think they want also the
pursued with the police. It's a RP server. So roleplay is gangster and the cop is playing cop. And I am between them. So the gangster makes a robbery and the cop tries to catch them. And they came back maybe to give the cops the chance to catch them. And I don't think I get my stuff back. They don't have stolen all my money. They have stolen about a quarter, maybe, of the money I have. So not... yeah. That's it. It's a role-playing game, and when the gangsters not stealing all my money, it's okay. It's part of the game. Sometimes you have luck, nobody rob you. Sometimes you don't have luck. Like I said, it's part of the game, it's not so crazy that I don't want to play anymore. It's, they have not stolen all my stuff. That's okay. With the rest of my money, I drive to the repair. I drive to the mechanics and get my truck repair. Everything is okay. It's part of the game, and the gangsters was fair to me. It was not power RP. Power RP is when they get all of your stuff, empty your pocket completely. It was okay. Damn it. Shit.
It's all part of the game. GG. Let's wait for the mechanic.
Attila, willkommen. Microphone activated. Entschuldigung, kann ich stören? Ich würde gerne meine Muli da hinten repariert haben. Was denn damit? Einerseits die Scheiben sind kaputt. Ich tippe auf terroristischen Anschlag oder so. Habe ich nicht mitgekriegt, wann die kaputt gegangen sind. Ich glaube, wo ich in der Mine war. Und ja, vielleicht mal alle Reifen durchchecken, ob da alles mit in Ordnung ist. Ja, kann wir hin. Kann möglich sein, dass der jene Typ da mit seinem Messer am Reifen rumgemacht hat. Ja, ja, ich schau mir das mal an. Okay. Alter. Und was wird das kosten? Ja, Moment. Sim. Ach ja, ich liebe dieses E-Mail-Programm, tut nie. Geht nicht? Nee, meins auf keinen Fall. Also, ich wollte weiterleiten und auf einmal ist das da so. Ich zahle doch lieber ein klein bisschen mehr, dann machen sie noch die Flüssigkeitsstände kontrollieren und so was alles. Hat denn wirklich alles in Ordnung ist damit? Ja, da sind wir dann bei 100.
186 für die drei Scheiben. Okay, und so, falls wir beim Reifen noch was finden. Reifen habe ich gerade angeschaut, da ist nichts. Okay. Alles in Ordnung. Also 200. Wenn Sie das wollen. Naja, dann gucken Sie nochmal nach den Flüssigkeitsständen und füllen vielleicht noch Scheibenwischwasser auf und sowas. Ja. Machen wir 200 und dann ist gut. Ich hätte da noch eine Frage, unabhängig jetzt von der Reparatur. Gibt es da die Möglichkeit, das Schloss zu tauschen bei der Muli? Ja. Was würde das kosten? 150 Zinsschloss und dann 50 pro Schloss. Das heißt, du hast vorne zwei Türen, sind 100 und hinten zwei Türen sind 200, sind 350 dann insgesamt. Ja, das geht ja noch, okay. Und das, wie lange dauert das circa? Also eine Viertelstunde ungefähr. Mit der Reparatur jetzt könnte ja im Moment länger dauern, dann stellen Sie das denn oben hin, ne? Genau, auf P3. Okay. Dann stelle ich Ihnen eine Rechnung aus? Ja, klar. So. Okay, da, zack, Katsching, bezahlt. Perfekt. Gut, dann hole ich das Ding morgen, denke ich mal. Okay. Gut, dann viel Spaß damit und ja, danke. Schönen Abend noch. Gleichfalls, ciao. Ciao. Mikrofon muted. Okay. Hallo, Bananenspartan. Willkommen. Du hast verpasst, ich wurde vorhin ausgeraubt. Böse Diebe haben mich mit Waffe bedroht. Haben mir, ich glaube, $600 geklaut. I hope the cops have fun with the gangsters. Maybe they catch them. Okay, now we go to the clothing store and trying to get something like a mask or something to protect while mining. Maybe another hat. A black hat. I know running is faster, but we are on our roleplay server and you play like real life, and in real life you don't run in the city unless you are jogging.
Interheil, thank you for posting the code. Everybody claim the code. It's free. Hey, wake up. Die Zoni, hello. Can I get something? Sure. That's something, right? We can raffle our crate. How much money I have left? 900. Microphone activated. Haven't. Wo waren wir stehen geblieben, Alter? Weiß ich nicht mehr. Du hast irgendwas erzählt. Irgendwas mit Mimi? Ja, da ich da jetzt den Job habe. Kein Plan, Junge. Na toll. Was steht da eigentlich auf deiner Hose drauf? Ich glaube, das sind einfach nur Buchstaben. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich würde sagen, Alter, so ein Leoparden-Oberteil wäre ja wack as fuck, Alter. Nur da gibt es ja auch noch andere. Eigentlich schon total durch. Einfach ein zu älter Mantel. Das ist fresh. Was? Was?
Nein, warte, zurück. 9. Das finde ich todesfresh, aber passt nicht so zu der Leggings, aber trotzdem finde ich das Oberteil an sich todesgeil. Ich weiß. J-Ben, hello. Jo, was geht, Bro? Ich glaube CT. Ja, die schwarze gehört CT. Bro, ich weiß nicht, wie der ganze ist, kein Plan. Ich weiß auch nur CT. Brauchst du eine Nummer oder hast du die? Ich meine, der ist da. Ich glaube, ich habe den vorhin sogar damit gesehen. Also entweder ist der damit straight ins Haus oder der ist hier noch da. Jo, easy. Hier, yeah. Was rein, bis später. Hm? Hat nur gefragt, wem die BF gehört. Also Motorrad. Okay. Auch so ein Dude, den ich erst ein, zwei Mal gesehen habe, irgendwie. Okay. Warte, geh nochmal 2, 3, 4 zurück. Ah ne, das war Rollkragen, ha. Aber in Schwarz hat er gar nicht schlecht dabei aus, irgendwie. Ja, das ist so anderes Schwarz wie die. Echt? Nee, das hat mich ein bisschen gestört. Ist halt schwierig. Aha. Ich merk schon. Bin einfach Rocker. Natürlich. Ich, oder Bombenschärfer. Steht dir auch. Dieses Breit damit aus, Maschine. 150 steht da und 300 zieht er mir ab. Dang. Ja, ich glaube, das beißt dir halt alles einfach übelst mit diesen Buchstaben so. Ja, aber der da? Ja. Das ist doch cool, oder? Geht auf jeden Fall klar, ja, das ist wieder ein anderes Schwarz. Wozu habe ich das jetzt so Wechselklamotten gekauft? Ach, dammit. Das waren die Wechselklamotten, okay. Okay. Channel switch. Letzter Crash. Game Crash. One second. GG! Sound muted. Channel switched. Sound resumed.
Microphone activated. Hallo, der Charlie hier. Ich brauche mal ein Taxi, bitte. Da brauche ich bitte den Dispatch. Ah, haben wir ein Dispatch. Ist gesendet. Wunderbar, ich schicke mal los. Gut, tschüss. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Let's get a taxi. Twenty-one players on the server. Microphone activated. Hallo, Sie waren aber schnell. Hallo, ja. So, ich müsste einmal zu diesem, ja, wie sagt man dazu, wo man die Stütze abholt hier im Süden? Jawohl, zur Stütze. Genau. Im Stützeamt. Gegen wen? Und viel los heute? Es geht eigentlich gerade. Heute ist vergleichsweise wenig los. Aber wir sind doch gerade nicht viele Fahrer im Dienst, von dem her passt das. Und Sie, was treiben Sie so? Naja, ich verarbeite erstmal meine Erlebnisse. Die da wären? Ja, ein netter Herr mit Waffe in der Hand hat mich etwas Bargeld erleichtert. Ist hier oben vor dem Klamottenladen, oder wie? Nee, unten beim Verkäufer, da beim Exporteur. Das ist ärgerlich. Er hat mir auch gerade den Stapel Geld in der Hand gedrückt und ich war wieder zurück auf dem Weg zum Fahrzeug und ja. Deswegen, immer wenn man verkauft, eine Streife anfordern, die mal kurz vorbeifährt. Naja. Die haben nicht das ganze komplette Portemonnaie durchwühlt, also ein bisschen Geld habe ich noch. Ist jetzt kein Totalschaden gewesen, aber trotzdem ärgerlich natürlich, ne? Wird man eigentlich als Taxifahrer öfter mal überfallen oder eigentlich nicht? Ich wurde tatsächlich noch nie überfallen, aber ein Kollege schon mal, ja. Aber es war jetzt schon lange nichts mehr. Okay, das ist ja... Wenigstens vergreifen Sie sich nicht an den Taxifahrern. So. Sie wollen bestimmt $20 oder so haben, ne? Ja, Sie wollen bestimmt weiter noch nach der Stütze, oder? Ja, ich gebe Ihnen schon mal Geld. Okay. Ja. Oha. Der Rest ist für Sie. Wenn Sie noch warten würden, wäre das total nett. Dann können Sie mich auch noch zum Hotel fahren. Ja, klar. Gleich wieder da. Ja. Microphone muted.
Microphone activated. Hallo, einmal Stütze. Dankeschön. Microphone muted. Microphone activated. Moment. Microphone muted. I like taxi drivers. Microphone activated. Hey, bist du ein Angler? Hallo? Ja, manchmal. Cool. Du hast da einen Angelhaken an deinem Hut. Mhm, das ist mein Glücksbringer. Davor habe ich Angst. Mama! So, da bin ich wieder, sorry. Er hat mich noch schnell voll gequatscht. Welchem Hotel müssen Sie denn? Habe ich mir hier auch einen Zettel notiert, weil ich bin letztens gerade erst umgezogen. Templar Hotel hier bei der Polizeiwache da in der Nähe. Jawohl, das kriegen wir. Und ganz ehrlich, ich gebe Ihnen lieber Geld, bevor mich nochmal einer überfällt, ne? Ja, wenn Sie selber so wenig haben, also. Ach. Dann müssen Sie mir jetzt nicht das zustecken, was Sie nicht haben. Das ist schon gut so. Ist halt dumm gelaufen und ja. Wie viel war es denn, was sie in der Knopf haben? Ich glaube so um die 600. Boah, das war schon ärgerlich. Naja. Der Weg war umsonst sozusagen, also die eine Tour, die ich da gefahren bin. Die war in dem Sinne umsonst. Es gibt immer die Möglichkeit, das PD anzurufen und eine Streife anzufordern. Ja, habe ich nachher auch gemacht, aber. Ein schwarzer Sultan ohne Nummernschild, ja, wow. Schwarz verpackte Leute, also ja, da kommt nicht viel raus. Ja. Trotz alledem, danke fürs Fahren und einen wunderschönen Abend, ne? Ja, danke gleichfalls, passen Sie auf sich auf. Fahren Sie vorsichtig. Gleichfalls, ciao. Tschüss. Microphone muted. That's it for today. Thanks for watching. Oh, we have a code. 1 second. THX 9MRUZ. 9MRUZ. So. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donations. X-Crew, thanks for the subscription on YouTube, 1 hour away. Sorry, I don't realize. Yeah, I'll be here tomorrow, and please stay, I raid somebody. Yeah, that's it. Oh, wait. It's a giveaway. Dang. Giveaway. I wonder what the code are meaning. Code 3. Close prediction. Code 3. We don't hit 400 followers. Sadly. We know. Close, no. Somebody donate another. I think no. We look. No. Check the grand giveaway. Okay. Close prediction. 3 yes. So, that's the last. Good luck, everyone. Whoa, waffle. Congratulations to the winner. And now I wait somebody. See you all tomorrow.